Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei einer neuen Mod-Vorstellung. Und zwar geht es um diese Seilwinde hier. Man sieht ja schon, da hinten hat man so eine Kette, mit der man Bäume sozusagen abseilen kann, beziehungsweise mitschleppen kann. Ja, finde ich eine gute Idee. Werden wir uns jetzt mal anschauen in der Praxis. Die ganze gibt es ja unter Forstgeräte hier hinten. Seilwinde, zack. Steht nicht viel was da, kostet 1200. Aber sonst gut. So, angehängt, passt auch. Dann fahren wir mal. Bin schon halt aus, dass da hinten die komischen Ketten darum stehen, aber sie sollte ihren Zweck erfüllen. Da haben wir hier mal einen Baum gucken. Ich habe da schon mal einen gefällt hier zum Beispiel. Ist ein kleiner, aber es sollte ja auch gehen. Und wenn es nicht geht, dann ist auch blöd. So, das Ganze wird gesteuert über die Maus. Mit der linken Maustaste links, rechts kann man links, rechts bewegen. Dann kann man es aufmachen. Aber man kann es weder heben und senken, sondern man muss mit V senken und dann zugreifen. Okay, da müssen wir mal ein Stück weiter vorfahren, damit er richtig senkt, bis ganz am Boden. So, kann man das greifen. Dann mit V wieder aufheben. Dann haben wir sie und können den Baum dann sozusagen nachziehen, wenn er halten würde. Wer versteht so im Groben und Ganzen den Effekt? Sieht zwar nicht wunderbar aus, aber es funktioniert soweit. Ja, wie funktioniert es genau, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer schaut? Sieht man, dass hier einfach nur von Standard LS diese Rückzange da unten reingebaut ist sozusagen und einfach die Textur geändert wurde. Funktioniert trotzdem wunderbar, aber ja, sieht vielleicht nicht so perfekt aus, aber es funktioniert und das ist wichtig. Beim Raus- und Reinziehen geht leider nicht. Kann man nicht, also es ist keine richtige Seilwinde, sondern einfach nur so eine Rückezange oder Rückeseilwinde, würde ich mal behaupten. Also nichts Gravierendes. So, in der Lok haben wir einen kleinen Fehler, irgendwas, dass da irgendwas nicht richtig kommen wird. Nee. In der XML-Datei kann irgendwas nicht geladen werden. Das sieht man da gar nicht, weil es so breit ist. Und sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen dazu. Wie gesagt, den Shop haben wir auch schon angeschaut, passt auch wunderbar. Ja, viel Spaß mit der Mod. Macht's gut, Leute. Tschüss.